Hallo, ich bin's der Jens und das ist ein neues Video und zwar geht es diesmal hier wieder um das Traders Magazin. Das ist die Ausgabe Oktober und da um ein Interview, was ich für absolut bemerkenswert halte. So, dieses Video, was in der Oktoberausgabe des Traders Magazin ist, das ist von Joey Ross oder Joe Ross. Und ich bin ein wirklich großer Joe Ross Fan seit Urzeiten. Ich habe mir vor vielen, vielen Jahren für teures Geld damals noch die ganzen Bücher von ihm gekauft. Ich glaube, da hat eins damals 200 Mark gekostet. Ich glaube, 4 Stück gibt es und ich habe auch alle 4 gekauft. Also die waren wirklich richtig teuer. Und ich muss aber sagen, das waren für einen Einsteiger, der ich damals war, mit die besten Trading-Bücher, die es geben konnte. Und weil ich dieses Interview hier im Traders Magazin für so bemerkenswert halte, gibt es jetzt dieses Video auch auf allen beiden YouTube-Kanälen. Das heißt, ihr seht jetzt dieses Video entweder auf dem Tradermacher-Kanal oder ihr seht es auf dem Optionshandelskanal. Der Optionshandelskanal ist ja, wie der Name schon sagt, geht es mehr um das Thema Optionshandel. Im Tradermacher-Kanal besprechen wir auch so allgemeinere Dinge mal. Da geht es auch mehr um Aktienhandel, Futurehandel und so weiter. Und ich konnte mich nicht so richtig entscheiden, spreche ich jetzt zu denjenigen, die bei Tradermacher sind oder zu denjenigen, die bei Optionshandel sind. Viele sind es ja auch gleich, also lohnt sich ja auch, dann auf allen beiden vorbeizuschauen. Und deswegen habe ich mich entschlossen, ich mache das Video einfach auf beide Kanäle, beziehungsweise je nachdem, wie lange es jetzt dauert, teilen wir es vielleicht auf, mache ein oder zwei Teile, dann einer kommt dann zum Optionshandel, einer kommt dann zum Tradermacher. So, und wir sind ein bisschen spät dran hier mit dem Traders Review, weil ich war im Urlaub und als ich jetzt wiederkam, lag die bei mir auf dem Schreibtisch, allerdings erscheint morgen schon die neueste Ausgabe und deswegen hier an dieser Stelle also noch den Rückblick. Insgesamt wieder viele, viele gute Sachen im Traders drin, also von Thomas Wittner, was sehr schönes über Backtests, der Rudolf Wittmer hat wieder was reingemacht, Alan Ellman über Optionen, alles sehr, sehr gut, schöne Ausgabe, aber wie gesagt, das Interview mit Joe Ross ist wirklich das beste Interview, was ich in diesem Magazin seit vielen, vielen Jahren gelesen habe. Also ich habe es gelesen, habe es weggelegt, habe es an demselben Tag nochmal gelesen. Ich habe es jetzt mittlerweile bestimmt schon 5-mal gelesen. Und das einmal so ein bisschen aus nostalgischen Gründen, weil ich, wie gesagt, Joe Ross vor vielen Jahren schon kennengelernt habe. Damals, wer sich erinnert, es gab damals noch die Trading Expo in Aschaffenburg. Hallo Bruno, falls du das siehst. Viele Grüße, es war immer eine ganz tolle Veranstaltung. Und da ist unter anderem einmal auch Joe Ross aufgetreten. Und der war damals schon, weiß nicht, 70 oder sowas. Jetzt ist der über 80 schon. Und der hat mich damals schon beeindruckt, weil wenn man den so sieht, denkt man, naja, okay, das haut mich jetzt nicht so richtig vom Hocker. Was der aber erzählt hat, das hatte schon Hand und Fuß und zwar, weil er ja mit seinen Rosshaken und mit dem Ganzen, was er da so beschreibt, das sind ja im Grunde genommen diese ganzen Vorläufe von dem, was man heutzutage hier in Deutschland unter dem Begriff Markttechnik kennt. In den USA kennt kein Mensch den Begriff Markttechnik. Da ist das Dow-Theorie und Rosshaken und so weiter und so fort. Und für einen Einsteiger fand ich seine Strategien immer sehr, sehr gut, weil sie absolut einfach sind. Also das heißt, wenn man sich, er legt ja, und das sagt er auch in dem Interview, und ich komme dann auch gleich nochmal drauf, er legt ja wahnsinnig viel Wert darauf, dass man die Charts sich anschaut. Also, dass man ohne Indikatoren handelt, dass man, wenn es geht, noch mit Barcharts handelt, also diese nicht wie wir jetzt hier hinten sehen, das sind ja alles Candlesticks, sondern dass man wirklich mit Barcharts handelt, also wo man sich wirklich reinweg nur auf den Preis konzentriert, ohne Farben, ohne Ablenkung, ohne alles. Und für einen Anfänger, der ich damals war, waren das für mich die besten Schritte, die ich machen konnte, um am Anfang 1, 2, 3 Formationen, Ranges, Trick des Traders und sowas zu handeln. Und ich merke heute noch, dass ich heute immer noch ganz viele Dinge mache, die ich damals kennengelernt habe aus seinen Büchern und auch
bei seinem, das war damals, glaube ich, ein kostenfreier Vortrag, den er gehalten hat. Ich war nie auf einem seiner Seminare. Mittlerweile, wenn er nochmal nach Deutschland kommen würde, würde ich das machen, egal was es kostet. Das wäre es mir wert, so eine Legende nochmal persönlich zu treffen. So, was ist jetzt aber das Faszinierende an diesem Interview? Und zwar, wir fangen mal an. Also es sind insgesamt auch eine ganze Menge Seiten, 6 Seiten sind es, glaube ich, insgesamt. Also Marco Grenitz von Traders, der das Interview gemacht hat, super Arbeit gemacht. Und jetzt stehen hier ein paar Dinge drin, die mich natürlich so ein bisschen, wie heißt Neudeutsch, geflasht haben. Und ich will euch mal, ihr seht, ich habe auch hier ganz viel angekreuzt und ich will es euch mal vorlesen. Und zwar am Anfang spricht er über Trick des Traders und das ganze Zeugs, aber er spricht zum Beispiel hier über den Verkauf von Optionen und es gibt ja von ihm auch ein Buch, wo er Futures und Optionen verbindet. Ich werde mal die Bücher hier alle vorstellen. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch zu kaufen gibt, aber die sind wirklich gut. Und hier schreibt er jetzt Folgendes, und zwar, hier schreibt er, dass er im April 2015 80 geworden ist und dass er da beschlossen hat, als Trader nur noch mit dem Verkauf von nackten Puts in Erscheinung zu treten und das Ganze mit einer Strategie namens Instant Income Guaranteed. Pass auf, und jetzt geht es weiter hier, und zwar schreibt er, warum er jetzt unbedingt, also wird gefragt, warum will er denn Puts verkaufen auf Aktien, und da steht eben hier, da ich mich in der Versicherungsbranche sehr gut auskannte, erkannte ich allmählich, dass beim Optionshandel auf Aktien am meisten mit dem Handel von ungedeckten Put-Optionen zu holen ist. Und dann kommt ein Satz, und da habe ich so gedacht, wow, weil das kommt mir natürlich mit dem, was ich mache, auch sehr, sehr nahe. Nämlich, ich kann Ihnen sagen, dass der Verkauf ungedeckter, Klammer auf, nackter Put-Optionen für mich dem heiligen Gral des Handels am nächsten kommt. Und das ist natürlich für jemand, der wie ich ungefähr 85-90% Optionen handelt, ist das natürlich quasi wie Öl ins Feuer gießen, also das geht runter wie Öl, ne? Dass wenn so eine Legende, der ungefähr 40 Jahre oder 50 Jahre mehr Markterfahrung hat wie ich, dass der sowas sagt und einen ja damit auch bestätigt. Und das hat mich schon wirklich umgehauen. Und dann wird er noch so gefragt, wie sein Tagesablauf aussieht und was er eben so macht. Und da schreibt er dann auch wieder in Bezug auf Optionen, was interessant ist, nämlich ganz anders verhält es sich mit dem Verkauf von nackten Put-Optionen. Da gibt es nämlich im Bereich Trading wenig zu tun. In der Regel schaue ich mir den Chart der zugrunde liegenden Aktien erst an, wenn der Markt schon 30 Minuten oder länger geöffnet ist. Den Rest des Tages kümmere ich mich dann um persönliche Angelegenheiten und so weiter und so fort. Und das ist etwas, was ich selber auch in meinem eigenen Trading immer wieder feststelle. Also wenn man zum Beispiel Aktienoptionen handelt, Short Calls, Short Puts, nichts anderes, ganz, ganz simple Dinge, dass dann das wirkliche Trading relativ wenig Zeit in Anspruch nimmt. Also wenn man da wirklich mal ein System entwickelt hat und wir machen das zum Beispiel in diesem kleinen Kontenwebinar, dass man sagt, da stellen wir so eine Strategie auch vor, dass man wirklich sagt, okay, man sucht sich die entsprechenden Volatilitäten heraus, also welche Aktien haben große Volatilitäten, dann schaut man sich einfach im Wochenchart an, wie die Trends sind und dann verkauft man einfach standardisierte Optionen, das heißt mit einer gewissen Restlaufzeit, mit einem gewissen Abstand der Strikes zum aktuellen Preis und managt diese Positionen dann. Das ist eigentlich eine sehr simple, einfache Sache. Und da du da am Tag nicht 20 oder 50 Gelegenheiten findest, sondern höchstens ein oder zwei, bist du Tatsache mit ein, zwei, also nicht mit ein, zwei, aber sagen wir mal mit 60 Minuten am Tag bist du definitiv durch. Mehr musst du nicht machen. Und das bei wirklich exzellenten Ergebnissen. Nicht, wenn du anfängst, das zu handeln, weil dann musst du natürlich viel lernen und du musst dich mit den Märkten beschäftigen und so weiter und so fort. Aber wenn du es einmal kannst, dann bist du im Grunde genommen, also wenn du länger als eine Stunde am Tag brauchst, machst du sehr viel, was nicht zum eigentlichen Trading gehört, was absolut auch okay ist. So, und jetzt, es gibt dann noch ein paar weitere Dinge. Vielleicht machen wir es so, dass wir jetzt hier an der Stelle einen kurzen Stopp machen und sagen, das schieben wir mal jetzt zum Optionshandel. Und danach kommt jetzt noch der zweite Teil und den machen wir bei TraderMacher.